Die Klage einer Mainzer Ärztin, die seit einer Corona-Impfung auf einem Ohr nichts mehr hört, war gestern abgewiesen worden. Das Gericht begründet die Klageabweisung mit einem Nutzen-Risiko-Verhältnis. Demnach würden die Vorteile des Impfstoffs überwiegen. Die Klägerin will Berufung einlegen. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu SWR Aktuell. Das Landgericht Mainz hat sein Corona-Impfschädenurteil von gestern heute schriftlich begründet.